Ja, hallo. Sagt man eigentlich 10 Uhr schon guten Tag oder sagt man noch guten Morgen? Ich weiß es gar nicht. Ich sage jetzt jedenfalls trotzdem einen schönen guten Morgen an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu unserem heutigen ganz speziellen Webinar zum Thema BIM-Rollen und Qualifikation. Ja, wir haben uns sehr auf das heutige Webinar gefreut, denn zum einen haben wir eine ganze Menge erledigt und getan in den letzten Wochen beziehungsweise Monaten. Da haben unsere BIM-Dozentinnen eine ganze Menge Schweiß geschwitzt, denn wie gesagt, zum Thema BIM-Schulung ist eine Menge passiert, dazu allerdings später. Zum anderen haben wir uns sehr gefreut auf das heutige Webinar, denn das Thema BIM ist für uns natürlich immer eine ganz wichtige Angelegenheit, denn BIM hat ja die Art und Weise, wie man Bauprojekte plant und entwickelt und eben auch letztendlich verwaltet, komplett revolutioniert. Und dabei haben eben in so einem BIM-Projekt die entsprechenden Team- und Projektmitglieder ganz unterschiedliche Rollen und Qualifikationen und damit eben auch ganz unterschiedliche Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Und genau diese BIM-Rollen und die Personen, sage ich mal, innehaben die Verantwortlichkeiten, damit steht und fällt eben so ein BIM-Projekt. Und darum wollen wir Ihnen heute mal unter anderem eben die unterschiedlichen BIM-Rollen und deren Aufgabenfelder mal näher bringen und erklären. Und das Schöne bei unserem heutigen Webinar ist, egal ob Sie da jetzt bereits Erfahrungen haben mit BIM oder sich vielleicht gerade erst mit der Thematik vertraut machen, unser Webinar bietet eben heute mal einen, ja, wertvollen Einblick für Sie, wie Sie vielleicht auch Ihr Team aufstellen, wie Sie Ihr Team dahingehend auch das Know-how und den Wissensstand verbessern können, um sich eben den Herausforderungen der digitalen Bauwelt zu stellen und gerecht zu werden. Und wenn Sie, oder ich sage mal, wenn ich mit Kunden spreche, dann ist es tatsächlich so, dass viele Unternehmen, die noch vielleicht vor einem Jahr gesagt haben, BIM ist noch ganz weit weg, weil vielleicht eben der Auftraggeber noch keine Anforderungen stellt oder eben man hat generell noch mit der Arbeitsweise von BIM nicht viel zu tun, dann sieht das heutzutage schon ganz, ganz anders aus. Viele haben jetzt sicherlich schon und vielleicht auch schon die ein oder anderen Anforderungen in den Projekten zu BIM, beziehungsweise hat eben vielleicht das ein oder andere Unternehmen die Vorteile und den Mehrwert der BIM-Arbeitsweise erkannt. Wie eben zum Beispiel, dass man so bauliche Probleme und Herausforderungen lange vor der Realisierung schon im Modell sieht und das Ganze eben dann mit sehr geringen Kosten und Aufwand lösen kann, um da mal jetzt ein Beispiel zu nennen. Da ist eben auch eine ganze Menge in den Unternehmen jetzt schon passiert. Und bevor wir jetzt mit dem heutigen Webinar loslegen und ich Ihnen gleich mal die Agenda zeige, noch zuvor ein paar kurze Worte zur NTI Deutschland. Für alle, die vielleicht heute das erste Mal mit dabei sind. Und ich möchte Ihnen natürlich noch meine beiden Co-Moderatorinnen vorstellen. Und damit fangen wir jetzt mal an. Ja, ich fühle mich eigentlich immer am wohlsten, wenn ich geballte Frauenpower im Webinar habe. Und ich darf Ihnen jetzt mal die Sarah Schmidt und die Christina Kroner vorstellen. Beide sind unsere oder zwei unserer BIM-Trainerinnen. Christina daneben noch in der AEC-Technik tätig und Sarah, wenn sie keine BIM-Schulung hält, noch für den Hochbau als Anwendungsberaterin verantwortlich. Schön, dass ihr beide heute da seid. Und mein Name ist David Stolle. Ich bin in unserem Haus der Customer Success Manager. Ich verantworte die Kundenzufriedenheit und ich freue mich wirklich wieder sehr, Sie durchs Webinar zu führen. Und wir drei, wir arbeiten vom Standort Chemnitz aus. Darüber hinaus gibt es aber eben noch viele weitere Standorte, die über ganz Deutschland verteilt sind. Sie sehen es hier auf der Folie. Ich bin mir ganz sicher, dass eben auch ein Standort ganz in Ihrer Nähe gibt, sodass eben die kompetenten Ansprechpartner von uns Sie vor Ort auch unterstützen können zu Ihren Themen und Projekten und das Ganze eben zu GIS und Infrastruktur, die gesamte Baubranche, natürlich das Thema BIM, wie wir es heute eben behandeln wollen, aber eben auch die Konstruktion und Fertigung. Und was die NTI Deutschland ein Stück weit besonders macht, wir wollen uns natürlich auch von anderen Autodesk-Partnern abheben. Das habe ich mal auf der nächsten Seite für Sie vorbereitet. Die ein oder anderen Punkte werden Sie sicherlich schon kennen. Ja, was ich auf jeden Fall erwähnen möchte, sind unsere kostenfreien Anwendertreffen.
Da gibt es neben dem Katzfrühstück für den Tiefbau bzw. die Infrastruktur noch den Revit-Brunch, das Pendant sozusagen dann für den Hochbau, aber eben auch den BIM-Lunch, wo wir die BIM-Themen dann besprechen möchten und sie eben zu den verschiedensten ja, Schwerpunkten ja, updaten möchten. Auch das Thema kundenspezifische Schulungen ist interessant für Sie. Unser Anspruch ist es, wenn Sie die Autodesk-Software nutzen und wir Sie dazu anlernen bzw. weiterbilden möchten, dann am besten mit einem Projekt von Ihnen, wo eben auch die entsprechenden spezifischen Anforderungen mit einfließen, sodass die Teilnehmer sich dann in der Schulung inhaltlich wiederfinden und das Ganze eine nachhaltige Schulung wird. Auch sind wir Autodesk Entwicklungspartner und können eben hier mit ganz individuellen Programmierungen Sie unterstützen. Und auf der nächsten Folie sieht man nochmal ein paar interessante Schwerpunkte von uns für die Baubranche. Zum einen eben unsere BIM-Beratungen, wo es darum geht, Sie bei der Implementierung zu BIM zu unterstützen oder eben unsere Discovery-Workshops, wo wir gemeinsam mit Ihnen herausfinden, wo Sie eben noch Potenziale haben, wo Sie eben dann auch effektiver arbeiten können. Und eben unsere zertifizierten BIM-Schulungen, das wird ja ein heutiges Thema auch mit sein. Und das ist eben das Stichwort, jetzt auf die Agenda mal zu schauen, bevor wir jetzt wirklich gleich loslegen. Erster Teil wird sein, mal die BIM-Rollen und die Aufgabenfelder einzuordnen und zu definieren. Und dann geht es um die Qualifikationen nach Building Smart. Welche gibt es denn da? Und eben auch das entsprechende Schulungsangebot der BIM-Weiterbildungen nach Building Smart, die wir Ihnen bieten. Sie sind übrigens auch herzlich eingeladen, sich mittels der F&A-Funktion in Ihrer Zoom-Taskleiste aktiv am Vortrag zu beteiligen. Das heißt, Sie können dort eine Frage eingeben, ein Feedback geben oder eine kleine Anregung zum Vortrag geben. Und das Ganze würden wir sammeln. Und am Ende des Vortrags, wie immer, haben wir da Zeit vorgesehen, wo dann eben entsprechend ich beziehungsweise eben meine beiden Expertinnen heute, die Sarah und die Christina, sich ihren Fragen widmen wollen. Jetzt aber viel Spaß bei Ihnen bei dem Vortrag. Ich übergebe das Wort an meine charmanten Kolleginnen. Wer von euch beiden fängt denn an? Genau, ich fange an, aber die Christina fängt den Bildschirm. Also, Vielen genau, wir teilen uns da jetzt ein bisschen ein. Perfekt. Sehr gut. Genau, vielen Dank. Dann würde ich sagen, dann starten wir auch direkt und reden über die verschiedenen BIM-Rollen, die wir dort haben. Und da ist es dann natürlich so, dass wenn wir ganz klar darüber sprechen, dass wir überhaupt BIM-Rollen vorstellen, dass wir überhaupt das Einheitliche definieren, welche BIM-Rollen gibt es und welche sind eigentlich so quasi hierarchisch sortiert. Da fangen wir mal ganz unten in der Pyramide an, denn es gibt natürlich immer noch jemanden, der die Daten ja nutzt. Das kann in ganz unterschiedlichen Art und Weisen passieren. Zum Beispiel ein Auftraggeber, der sich vielleicht in so einer Pyramide, wie man es ja jetzt hier veranschaulicht sehen, eher weiter oben befinden würde, kann durchaus aber das BIM-Modell nur mit nutzen und wird es sich dann in den BIM-Rollen tatsächlich auch unterhalb mit einfinden und dann eben auch einen BIM-Nutzer mit darstellen. Was das genau ist und was dann derjenige mit den Daten macht, das schauen wir uns dann noch im Detail an. Darauf aufbauen gibt es dann natürlich jemanden, der überhaupt zuständig für die Datenerfassung sein muss. Das ist der BIM-Autor. Und auch hier, wie und wo das passiert, das werden wir gleich wieder genauer ja, erfahren. Derjenige, der dann oberhalb der BIM-Autoren unterwegs ist und dort entsprechend koordiniert, man errät es vielleicht schon am Namen, das ist dann ja unser BIM-Koordinator. Und oberhalb vom BIM-Koordinator haben wir dann noch den BIM-Manager. Das sind die vier Rollen, um die es jetzt heute hier im Webinar gehen soll, die wir genauer erklären, in denen wir auch erzählen, was ist notwendig, um eben so eine Rolle zu erreichen. Und dann gibt es noch ein weiteres Schlagwort, was wir also dort jetzt in den nächsten ja, noch 50 Minuten eben auch mit sehr oft verwenden werden. Und das ist Building Smart. Und auch das wollen wir noch ganz kurz eingangs erklären, wer oder was ist Building Smart, dass wir noch darüber sprechen,
Was machen die und wer sind die? Und das ist ganz klar, dass es hier also darum geht, dass das ein gemeinnütziger Verein ist, die sich also das auf den Fahnen geschrieben haben, dort die Digitalisierung der Bauindustrie voranzubringen. Wir brauchen natürlich immer, wie das so ist, bei so einer Entwicklung, bei so einer vorantreibenden Rolle, immer jemanden, der dort aktiv das Ganze mitgestaltet. Und das ist eben Building Smart. Die haben sich das nicht nur auf die Flaggen geschrieben, dass sie dort ein gemeinnütziger Verein sind, sondern eben auch, dass sie offen und neutral die Daten austauschen wollen und dort eine Arbeitsmethode ja im Prinzip implementieren oder vorantreiben, die auch weiterhin offen und neutral ist und nicht zwangsläufig an den Hersteller gebunden ist. Das geht natürlich nur, wenn gewisse Prozesse dann eben auch standardisiert werden. Und auch genau das möchte Building Smart machen, sowohl für die Umsetzung als auch für die ja, Kompetenz der jeweiligen Fachkräfte. Und darum soll es jetzt hier gehen. Das heißt, wir schauen uns erstmal an, welche BIM-Rollen gibt es und wie können wir jetzt hier vorangehen. Und da gibt es als allererstes eine ganz besondere Rolle. Danke, Sarah. Ja, als erstes schauen wir uns mal die BIM-Rolle, den BIM-Nutzer an. Das war jetzt ganz gut ersichtlich in der Pyramide, dass der BIM-Nutzer so die breitere Masse mit anspricht in allen Projektbeteiligten in einem BIM-Projekt. Und hier geht es um den Projektleiter, den allgemeinen Projektleiter eben. Aber auch über den Auftraggeber wird hier gesprochen. Alle Projektbeteiligten, auch die Öffentlichkeit und auch andere beteiligte Dritte sind BIM-Nutzer, weil es hier darum geht, erstmal gar nicht aktiv den BIM-Prozess, den BIM-Gesamtprozess mitzugestalten, sondern der BIM-Nutzer ja, nutzt die BIM-Daten in dem gesamten Projektverlauf ausschließlich zur Informationsgewinnung. Das heißt, hier geht es um die BIM-Daten, die BIM-Modelle, die hauptsächlich dafür verwendet werden, um die Bauwerksdaten, ja, zum Beispiel für den Maßnahmenträger, mitzunutzen oder zur Überprüfung für Sachverständiger oder auch für Simulationen und zur Visualisierung. Und was ein BIM-Nutzer als, ja, als BIM-Rolle mitnehmen müsste, um sich so nennen zu können. Das wäre super, wenn hier eben Grundverständnis und Grundkenntnisse der BIM-Methode vorhanden sind, aber auch das grundlegende Wissen zur Nutzung einer CDE, aber auch richtiges Verständnis der BIM-Daten, um sie auch richtig zu interpretieren und auch weitergeben zu können. Und wie so eine, ja, BIM-Rolle von uns, der NTI, geschult wird, das kann die Sarah Ja, erklären. genau, das machen wir. Und da ist es so, also wie das die Christina ja gerade eben festgehalten hat, dass es hier darum geht, überhaupt diesen BIM-Workflow, diesen Prozess erfassen zu können, ist es erstmal wichtig, dass man die Grundlagen dafür schafft. Dafür haben wir eine BIM-Grundlagenschulung erstellt, in der es dann eben darum geht, dort ausschließlich, wie es der Name verrät, die Basics zu schaffen. Es geht also quasi gar nicht darum, dass man wirklich Workflows implementiert, sondern dass man versteht, wie der Workflow im Allgemeinen funktioniert. Die Schulung enthält keinen Praxisteil. Das ist eben auch sehr wichtig, um dort auch Leute abholen zu können, die einfach gar nicht in der Praxis drinstecken, trotzdem verstehen wollen, wie natürlich der Prozess funktioniert. Genau, wir haben dafür natürlich auch unterschiedliche Termine. Eben als nächstes unseren Termin im April. Termine sehen Sie auch unten nochmal. Und da ist es so, dass natürlich so eine Schulung am Ende mit unterschiedlichen ja, Abschlüssen abgeschlossen werden kann, eben unter anderem auch unsere BIM-Grundlagenschulung. Das muss aber nicht so sein. Das heißt, also man kann natürlich auch, ohne dass man jetzt am Ende das Building Smart Zertifikat erreicht, wie genau das aussieht, das hören wir uns dann noch an, aber dass man quasi nur auch an der Schulung teilnimmt, um überhaupt ja, den Workflow zu erfassen. Genau. Die nächste BIM-Rolle, die ich eine sehr wichtige Rolle spielt im gesamten BIM-Prozess, das ist der BIM-Autor oder eben der BIM-Modellierer. Und hier richtet es sich an alle Architekten, Ingenieure, Designer, aber auch ganz oft Bauzeichner, die hier in erster Linie dafür verantwortlich sind, die BIM-Modelle richtig und gemäß der Auftraggeber-Informationsanforderungen zu erstellen. Und dadurch, dass der BIM-Autor ja für die Erstellung der BIM-Modelle zuständig ist, hat er auch hier die Datenhoheit. Das würde wiederum bedeuten, dass er hier ein
greifendes technisches Verständnis haben muss, um die Informationserstellung auch richtig zu gestalten. Und das bedeutet, dass ein 3D-Modell jetzt nicht automatisch ein BIM-Modell ist und dementsprechend technisch anders aufgebaut ist. Der BIM-Autor stellt hier den Grundstein, also legt den Grundstein für einen sauberen, modellbasierten BIM-Workflow und sollte deswegen auch hier tiefes Verständnis, tiefes Wissen in der BIM-basierten im BIM-basierten Datenaustausch haben, eine strukturierte Arbeitsweise aufweisen können und auch ein tiefes Verständnis und tiefe Kenntnisse in der Autorensoftware. Dadurch, dass ja hier die Autorensoftware eingesetzt wird, um auch diese BIM-Modelle zu erstellen. Der BIM-Autor hat hier also viel Austausch und viel Kommunikation mit dem BIM-Fachkoordinator oder mit dem BIM-Gesamtkoordinator, weil er hier die BIM-Daten übergibt. Genau. Wie das dann umgesetzt werden kann, darüber ja, sprechen wir jetzt eben auch nochmal. Beim BIM-Auto ist es eben sehr wichtig, dass das Ganze dann nicht neutral ist, ne? Also ganz klar, ein Modell kann eben nur in einer bestimmten Software erstellt werden. Also muss der oder diejenige dazu befähigt werden, auch in der Software damit umgehen zu können. Deswegen ist es hier ganz wichtig, dass der BIM-Auto natürlich fachspezifisch geschult wird. Das machen wir in drei unterschiedlichen Art und Weisen, sowohl im Hochbau als auch im Tiefbau, aber eben auch im TGA-Bereich. Dort ist es natürlich notwendig, dass, also nicht nur dort, sondern darüber hinaus auch in anderen Fachbereichen, aber dort haben wir jetzt erstmal die ja, brenzliche Notwendigkeit gesehen, den BIM-Autor dafür ja, anzubieten. Und es geht hier im Prinzip darum, dass man erstmal ganz grundlegend kennenlernt, welche Funktionalitäten in der jeweiligen Software notwendig sind, um dann überhaupt das Modell erstellen zu können. Und wenn das Modell dann steht, was mache ich dann, um dann dort die bestimmten ja, sogenannten BIM-Anwendungsfälle, da haben wir ja auch schon in verschiedenen Webinaren darüber gesprochen oder Blogartikel darüber gemacht oder eben auch Videos auf YouTube hochgeladen. Also wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie dann dort nochmal gerne mit vorbei. Und da ist es so, dass in den BIM-Anwendungsfällen natürlich auch wieder Know-how wichtig ist aus der Software, um dann dort das Ganze auch realisieren zu können. Und das heißt, wir gucken uns dann ganz genau an, welche ja, Möglichkeiten haben wir, um zum Beispiel eine Visualisierung abzuleiten oder was ist möglich, um die Mengen und Massen aus dem Modell zu ziehen. Auch dafür gibt es schon Termine, die Sie dann hier eben auch immer mit auf den Folien finden. Man muss auch nochmal ganz klar die Grenze ziehen zwischen dem BIM-Autor und dem BIM-Koordinator und wo dann drin der Unterschied ist, darüber genau, reden wir jetzt mit Christina. Ja, der BIM-Koordinator grenzt sich auf jeden Fall in dem Punkt vom BIM-Autor ab, dass der BIM-Koordinator gar nicht aktiv mehr in der Autorensoftware unterwegs ist. Das heißt, der BIM-Koordinator ist jetzt nicht mehr für die Modellierung zuständig, sondern für ganz andere Bereiche wie die Prüfung und die Dokumentenerstellung für den gesamten BIM-Prozess. Das heißt, der BIM-Koordinator koordiniert an der Stelle, muss hier eine hohe Kommunikationsfähigkeit aufweisen, um zwischen den Fachgewerken auszutauschen. Er erhält alle also die Fachmodelle, um diese dann auch auf Kollisionen zu prüfen und auch die Fehler und Mängel richtig zu kommunizieren, am besten eben modellbezogen zu kommunizieren. Und alle BIM-Koordinatoren sind in der Regel Planungsingenieure oder ja, Projektingenieure, Fachkräfte der Baufachdisziplin, ganz oft auch, dass BIM-Autoren dann zum BIM-Koordinator werden, weil hier auch die grundlegende Erfahrung schon im BIM-Projekt und in der Gestaltung der BIM-Modelle vorhanden ist. Das heißt, der Koordinator definiert, koordiniert, prüft und dokumentiert den gesamten BIM-Prozess und ist hauptsächlich dafür verantwortlich, den BIM-Abwicklungsplan vorzuschreiben, zu erstellen und hier auch in der direkten Kommunikation zu den BIM-Manager zu stehen. Empfohlen sind hier eben nicht nur die Grundlagen der BIM-Methode oder der BIM-Modellierung, sondern eben auch vertiefte Kenntnisse hier nach der VDI 252, nach Blatt 8.2 und 8.3. Das heißt auch Kenntnisse in der BIM-Modellierung und ja, Berufserfahrung mit Bauprojekten, aber auch die Nutzung einer gemeinsamen Datenumgebung, dass diese besteht. Und die
Genau, die Koordination dementsprechend in der gemeinsamen Datenumgebung stattfinden kann. Wie da unsere ja, Schulung in dem Bereich aussieht, eben Richtung Koordination, bieten wir hier eben die BIM-Koordinatorschulung an und die befasst sich mit folgenden Modulen. Einmal Modul 1, wie wir hier sehen können, geht es hier um den Menschen an sich. Wir wissen, dass die BIM-Methode oder das Arbeiten mit der BIM-Methode verschiedene Faktoren aufweist, einmal Mensch, Prozess, Rahmenbedingungen, aber auch Daten und Technologien. Und genau danach ist auch unsere Schulung gegliedert, dass wir erstmal den Menschen hier betrachten und auch die Prozesse. Das heißt, wie arbeitet so ein BIM-Team zusammen? Welche Rahmenbedingungen grenzen das alles ein? Was muss da ganz dringend beachtet werden? Hier geht es darum, wie eine AIA richtig interpretiert wird, weil der Koordinator an der Stelle ja nicht dafür verantwortlich ist, die Informationslieferung zu definieren, sondern diese auch umzusetzen. Und dazu gehört auch eben die Überprüfung der Informationen, dass auch alle Daten in den Modellen enthalten sind, welche der Auftraggeber da an der Stelle gefordert hat, oder auch die Erstellung einer IDM. Im Modul 2 geht es dann darum, Daten und Technologien richtig anzuwenden. Das heißt eben auch hier modellbasierte Mengenermittlung und auch das Arbeiten mit dem Gesamtmodell und das Ausleiten der Fehler und diese auch mit richtig zu kommunizieren, eben in einer Koordinationssitzung mit allen BIM-Beteiligten. Und als Modul 3 haben wir hier eine Prüfungsvorbereitung. Welche Prüfung das ist, sehen wir noch in einem späteren Zeitpunkt. Und die Übungsaufgabe wird in der Schulung mit übergeben. Aber natürlich bereiten wir auch darauf hin, wie das praktisch umgesetzt werden kann, mit praktischen Beispielen und Übungsaufgaben. Und eben nochmals extra Übung gibt es dann noch eine kleine Hausaufgabe, um da auch eine gute Prüfungsvorbereitung zu haben. Nicht nur in dem Bereich der Modelle gibt es praktische Anwendungen, sondern auch in der Zusammenarbeit, also wie kann denn der Schulungsbedarf des Projektteams bestimmt werden in dem Bereich BIM und festgestellt werden, dass die BIM-Kompetenz da auch vorhanden ist. Genau. Wir haben hier auch unten die Termine, schon feststehen eben für April und Juni für den BIM-Koordinator und den gibt es eben im Bereich Hochbau, Tiefbau und der TGA. Dann haben wir gesehen, es gibt noch eine weitere Rolle, die da noch fehlt, und zwar der BIM-Manager. Und der BIM-Manager ist in dem Fall wie ein digitaler Projektleiter, der Projektsteuerer und auch ein externer BIM-Berater, weil hier der BIM-Manager meistens auf der Seite des Auftraggebers steht und dafür verantwortlich ist, die Informationen, die da benötigt werden und die Anforderungen zu definieren, auch die BIM-Ziele abzustecken, die Anwendungsfälle abzustecken, zu definieren, was genau ist das Ziel mit der BIM-Methode, was will jetzt genau das Projekt damit erreichen, was soll verbessert werden durch die BIM-Methode. Dafür ist der BIM-Manager verantwortlich, also hat hier eher eine organisatorische und führende Instanz. Der BIM-Manager ist auch verantwortlich für die Erstellung der Auftraggeber-Informationsanforderungen und aller Leistungsumfänge. Besonders relevant auch hier die Nutzung der CDE. Also der BIM-Manager sollte hier besonders gute Kenntnisse in der Aufbau der gemeinsamen Datenumgebung haben, weil es hier darum geht, auch die Qualitätsprüfung zu machen und Sicherung der Daten und Modelle zu gestalten. Das heißt, er definiert auch diesen Informationsaustauschprozess und die Freigabeprozesse dahinter und stellt immer sicher, dass alle Anforderungen des Auftraggebers auch wirklich erfüllt wurden. Als persönliche Merkmale sollte der BIM-Manager hier eben auch eine gute kooperative Arbeitsweise aufzeigen und ja, besonders kommunikationsfähig sein, weil er hier wirklich diesen gesamten BIM-Workflow am Laufen hält. Wir bieten auch
im Bereich des BIM-Managers eine Möglichkeit, die BIM-Kompetenz aufzubauen, und zwar die BIM-Manager-Schulung, die dann voraussichtlich Mitte des Jahres auch so fest definiert sein wird. Was wir eben dazu schon sagen können, um was es da gehen wird, ist hauptsächlich, wie wird denn ein BIM-Team geführt? Wie sieht hier die Verteilung der Aufgaben aus, der Verantwortlichkeiten, die Überprüfung, also die Qualitätsüberprüfung davon und die intensive Nutzung einer CDE? Also auch Einrichten und Zuweisen davon, aber im Fokus stehen hier die Prozesse und die Dokumente dahinter, also die BIM-bezogenen Dokumente, wie eben eine richtige Erstellung einer AIA und Festlegen der Ziele des Auftraggebers. Als Übersicht dient das Schaubild. Wir haben hier, ja, wir denken hier in Stufen, um auch wirklich alle Bereiche, alle BIM-Rollen zu ja, die Möglichkeit zu geben, da Kompetenz aufzubauen. In der ersten Stufe sehen wir hier die BIM-Grundlagen, die hier auch ja, zertifiziert sind nach Building Smart und aufbauend darauf eben den BIM-Autor, um das nicht nur zu verstehen, wie die BIM-Methode arbeitet, was die BIM-Methode ist, sondern es auch anzuwenden, vor allem in Richtung des BIM-Autors, um das richtige Erstellen der BIM-Modelle und diese auch weiterzugeben und mit weiter zu verwenden. Und im dritten Step, eben on top, kommt dann der BIM-Koordinator oder der BIM-Manager in der vertieften Anwendung. Hier geht es eben gar nicht darum, erstmal die BIM-Methode zu kennen, sondern oder auch die Modelle anzuwenden, sondern wirklich um das Koordinieren im BIM-Team. Bei den BIM-Grundlagen ist es eben reine Theorie, weil es hier darum geht, die Grundlagen nachzuvollziehen. Denn beim Outdoor ist es wirklich die Vermittlung eines der praktischen Teils und bei dem Koordinator und Manager gibt es eben einen umfassenden Einblick in die Anwendung der Koordination und der Erstellung der BIM-Dokumente und dies auch richtig zu verstehen. Jetzt haben wir ja, kurz auch angeschnitten, wer denn Building Smart ist, was sie genau machen und das sehen wir auch hier an den Badges, dass wir da auch qualifizierter Schulungspartner sind und deswegen jetzt mein Einblick dahin, was Building Smart hier an Qualifizierungsmöglichkeiten bietet. Ja, das Zertifizierungsprogramm von Building Smart kommt von Building Smart International und diese haben ein Ziel und zwar eben Klarheit, Bewertbarkeit und Übereinstimmung im Verständnis und in der Anwendung des Open BIM Workflows zu definieren und zu schaffen. Und das schafft hier einen Standard für die berufliche Weiterbildung. Und für den deutschen Markt hat eben Building Smart Deutschland in der Kooperation mit dem Verein Deutscher Ingenieure hier ein Stufensystem entwickelt. Und das sind eben auf zwei aufeinander aufbauenden Stufen. Einmal die Stufe Foundation. Hier geht es wirklich um das Nachempfinden, das Verstehen der einzelnen Themen, was den BIM-Workflow angeht, auch alle Abkürzungen und was es so für Datenformate gibt. Das findet sich alles in der Stufe Foundation. Dann gibt es hier eine Prüfung und nach der Prüfung existiert die Stufe 2, der Practitioner. Hier geht es wirklich um das wissensbasierte Lernen und anwendungsbezogene Lernen. Also gar nicht darum, okay, jetzt habe ich es verstanden, sondern auch, wie wende ich das jetzt an? Wie verstehe ich das? Wie interpretiere ich das richtig? Und wie kann ich das anwenden in der eigenen Praxis? Und ebenfalls hier gibt es eine Prüfung. Und welche das ist, das sehen wir in der Stufe 1. Hier gibt es erstmal diesen Fokus, dass hier alle BIM-Interessierten sich qualifizieren lassen können, alle BIM-Nutzer, BIM-Autoren. Das vermittelt erstmal ja, alle Aspekte der BIM-Methode und alle Grundlagen und Kenntnisse im Open BIM-Bereich. Hier wird vor allem die Basis geschaffen aus der VDI-Richtlinie 252 vom Blatt 8.1 und von der ISO 19650. Und welche Voraussetzungen es hier gibt, sehen wir hier. Erstmal nicht so viele. Also das ist ganz gut, wenn hier das BIM-Interesse da ist
und es benötigt wird für die tägliche Arbeit, weil bereits BIM-Projekte im Haus sind oder eben die Tätigkeit als BIM-Autor vorhanden ist. Da dient es gut als Nachweis der BIM-Kompetenz und der Abschluss mit dem Foundation-Zertifikat kann hier durch eine theoretische Online-Prüfung gemacht werden. Ebenfalls kann hier eine Eintragung in das Buildings-Smart-Register stattfinden. Die Stufe 2 hingegen ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Wir sehen hier, dass es hier um den BIM-Koordinator geht und den BIM-Manager und ein vertiefter Praxisteil der BIM-Methode besteht. Und hier sollen nicht nur die Grundlagen, sondern auch die Fähigkeiten und Kenntnisse im Open BIM vermittelt werden. Und hier richtet sich das nach der VDI-Richtlinie 2552, nach dem Blatt 8.2 und 8.3, aber auch nach der ISO 19650, was die Basis gibt. Die Voraussetzungen, um in die Stufe 2 zu kommen, sozusagen, ist zum einen die Berufserfahrung, dass diese gegeben ist in dem Bereich Koordination oder im Bereich BIM-Management, aber auch, dass eine praktische Erfahrung gegeben ist in der BIM-Modellierung. Hier macht es wirklich Sinn, diese Qualifikationsstufe anzutreten, wenn das ja schon in dieser täglichen Arbeit vorhanden ist. Also das tägliche Koordinieren der Fachgewerke oder das tägliche Erstellen der BIM-Dokumente und um das eben wirklich auch nachweisen zu können, dass die BIM-Kompetenz auch im vertieften Wissen da ist, ist genau diese Stufe dafür geeignet. Wer möchte, kann eben auch die Schulung am Ende mit der Prüfung ablegen. Ist kein Muss, aber wer das möchte, kann es eben durch so eine komplexe Prüfung machen. Besteht hier nicht nur ein theoretischer Online-Test, wie wir es gerade bei der Stufe 1 gesehen haben, sondern auch eine praktische Fachaufgabe und eine mündliche Prüfung. Das heißt, zu dem theoretischen Online-Test wird nochmal abgefragt im Open BIM-Bereich, wie die Praxis auch aussieht, ob wirklich mit den Modellen gearbeitet werden kann. Und auch in der mündlichen Prüfung eben die Frage, wie jetzt das Ergebnis da interpretiert wird. Das Zertifikat, was nach der Prüfung gegeben wird, ist einmal das Certified Professional Open BIM Coordination im Practitioner oder eben Open BIM Management. Als Übersicht nochmal, was wir als NTI hier eben als Grundbasis bieten, um auch diese Qualifikationsstufe zu erreichen, eben mit der Auswahl, entweder nur für sich selber diese Kompetenz aufzubauen, das neu zu erlernen und auch eben mit dem Abschluss einer Prüfung von Building Smart, um das als Referenz auch nutzen zu können. Wer dann natürlich Interesse hat, hier nochmal als Übersicht unsere Termine zu den einzelnen Schulungen, also die BIM-Grundlagen oder die BIM-Autor-Schulung und die BIM-Koordinator-Schulung mit der Prüfungsvorbereitung für den Abschluss des Practitioners und der Zertifizierung davon. Gut. Okay, sehr schön. Lieben Dank, Christina und Sarah, für den schönen Überblick. Du musst mir gleich nochmal die Bildschirmfreigabe geben, damit ich da auch den Bildschirm teilen kann. Ihr habt das sehr übersichtlich präsentiert. Das ist auch gar nicht so einfach bei den vielen verschiedenen BIM-Rollen und Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die es eben da gibt. Es gibt ja auch bei den einen oder anderen gibt es Schnittmengen, bei den anderen ist es eben was komplett Unterschiedliches, was man eben nicht verwechseln darf. Deswegen, ihr habt das sehr, sehr gut gemacht. Wenn Sie nach dem Webinar jetzt gleich bei uns auf unsere Homepage gehen und vielleicht da den BIM-Autor suchen, beziehungsweise eben nach dem BIM-Practitioner vielleicht suchen,
weil Sie sich vielleicht dazu den ja, Schulungstermin informieren möchten, dann werden Sie da leider feststellen, dass es dazu noch keine Informationen bei uns gibt, die Sie da abrufen können. Unsere Kollegen da im Backoffice, die sind da ganz fleißig dran, um eben auch unsere Homepage dahingehend zu aktualisieren. Das sollte auch so planmäßig in den nächsten Tagen und Wochen geschehen. Deswegen eben unser Service für Sie, wenn Sie im Nachhinein nochmal die ein oder andere Information nacharbeiten möchten, weil Sie vielleicht die Kollegen und den Chef darüber informieren wollen oder weil Sie eben selber nochmal reinschauen wollen. Sie bekommen alle nach dem Webinar nochmal eine PDF von uns zugesendet, wo Sie eben alle Informationen und die nächsten Schulungstermine aufbereitet für Sie finden, sodass Sie sich da eben nochmal einen schönen Überblick verschaffen können. Jetzt haben Sie, wie gesagt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Möglichkeit, Ihre Fragen an uns zu richten. Es ist auch schon eine Frage drin. Ich schaue mal, wo ich, es sind schon zwei Fragen drin. Ich würde die für euch beide mal vorlesen und gibt einfach mal eine Antwort dazu. Und zwar ist die erste Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem 3D-Modell und dem BIM-Modell? Ich schätze mal, es geht in die Richtung, das I in BIM, nämlich die Information, aber sagt gerne noch mal was dazu. David, also vielleicht solltest du überlegen, ob du vielleicht auch Ja. unser BIM-Dozententeam verstärken möchtest. Also das war ja im Prinzip schon die richtige Antwort. Das heißt also ganz konkret darum, oder dass dieser Unterschied zwischen dem BIM-Modell und dem 3D-Modell, dass wir die ganzen Parameter und Informationen am 3D-Modell eben nicht haben. Und das heißt, aus dem BIM-Modell können wir eben die Informationen ableiten und dann davon besondere Anwendungen erfüllen. Zum Beispiel, dass wir die Mengen und Massen direkt als Informationen mit rausziehen, ohne dass wir es dann mal separat nachmessen und ausrechnen müssen. Genau, also das ist so der ganz große Unterschied. Okay, sehr schön. Dann die nächste Frage. Habe ich es richtig verstanden, dass ich durch die verschiedenen Schulungen und Prüfungen bei der NTI die Zertifikate von Building Smart erlangen kann? Ja. Die Building Smart Zertifikate sind keine separaten Schulungen von anderen Anbietern. Also klar, also durch unsere Schulung, die Schulungen von uns, die bereiten Sie auf die Prüfung von Building Smart vor und genau, sind dementsprechend dann dafür gedacht, um da qualifiziert zu werden. Genau, nach den entsprechenden Schulungen können Sie die Building Smart Prüfungen ablegen. Sie müssen diese nicht ablegen, aber wenn Sie sich den Aufwand machen, die Schulung zu besuchen, beziehungsweise die ganzen Hausaufgaben und ja, Aufgaben in der Schulung zu erledigen, dann macht es natürlich Sinn, auch vielleicht den letzten Step zu gehen, weil Sie sind ja dann schon perfekt auf die Prüfungen vorbereitet, dass Sie dann eben auch die entsprechende Prüfung ablegen und als Belohnung dann das Building Smart Zertifikat erhalten können. Die nächste Frage an euch beide ist, mit welcher Autorensoftware erfolgt denn die Zertifizierung? Die Zertifizierung zum Foundation-Zertifikat ist softwareneutral. Das heißt, dort ist es ja so, dass prinzipiell erstmal kein Praxisteil prüfungsrelevant ist, sondern eben nur der Theorieteil. Das heißt, auch dort haben wir keine Zertifizierung in einem ja, bestimmten, in einer bestimmten Software. Bei dem Abschluss als Practitioner sieht es dann ein bisschen anders. Genau. Also bei dem Practitioner, vielleicht kann ich es noch kurz ergänzen, ist es ebenfalls ja, softwareneutral. Das heißt, auch die Prüfung findet eben nicht in einer Autorensoftware statt, sondern eben in einem offenen Datenformat und im offenen Viewer und in der Kommunikation und eben auch die Ausleitung von den Mengen und die Kollisionsanalyse ist nicht softwaregebunden. Okay, Genau, sehr danke. schön. Ja, perfekt. Noch eine Frage ist reingekommen, und zwar, wer führt denn die jeweiligen Prüfungen durch? Also Prüfung. die, ja. Dann Prüfung. sag du gerne, Christina. Also die Prüfung zu dem Foundation-Zertifikat, die wird dann durch uns, eben der NTI, durch unsere Dozenten auch mitverfolgt und mit abgenommen. Die Prüfung zu dem Practitioner
also mit der Zertifizierung Practitioner Coordination oder Management. Das läuft dann über Building Smart, über die Building Smart Prüfungskommission, dann nicht mehr über uns. Okay, sehr gut. Ich habe noch mal eine andere Frage vielleicht an euch. Und zwar, ihr habt ja auch praktischen Einblick jetzt schon gewonnen in vielen verschiedenen Projekten. Diese klassischen BIM-Rollen, die ihr vorgestellt habt, wie ist denn das in der Praxis? Ist es in einem Unternehmen so, dass es da eine Person gibt, die verschiedene BIM-Rollen gleichzeitig hat? Oder ist es da auch möglich, dass eine Person mehrere BIM-Rollen in sich vereint? Oder gibt es da eine Empfehlung? Was sagt ihr? Also ist es in der Praxis wirklich so, dass es auch oft vorkommt, dass zum Beispiel der BIM-Koordinator auch parallel eine BIM-Autorolle erfüllt von einem bestimmten Fachbereich und für das Gesamtprojekt dann vielleicht die Gesamtkoordination übernimmt. Das ist auf jeden Fall auch möglich, genau. Sehr gut. Und jetzt sind nochmal Fragen reingekommen. Ich würde die nochmal vorlesen für euch. Oder was heißt nochmal? Ich würde die vorlesen für euch. Machen Sie ausschließlich Ausbildungen oder führen Sie auch BIM-Projekte durch? Könnten Sie da Referenzprojekte nennen? Also wir sind in dem Gebiet eben Schulungsanbieter, was jetzt die Ausbildung betrifft. Und ja, also eigene BIM-Projekte gestalten wir jetzt in dem Fall nicht. Wir begleiten aber Unternehmen dabei, eine BIM-Einführung richtig zu gestalten, da auch die bestimmten Meilensteine zu berücksichtigen, wie zum Beispiel BIM-Workshops, um zu definieren, was ist so der Ist-Zustand und wo will das Unternehmen hin, um eben da auch die BIM-Projekte oder Pilotprojekte mit zu beraten und mitzuverfolgen. Okay, sehr gut. Als nächstes ist noch eine Frage reingekommen, und zwar zu der Zertifizierung und zu den Zertifikaten von Building Smart selber. Bieten die den entsprechenden Mehrwert? Gibt es jemanden, der die vielleicht abruft oder verlangt? Ja, Sarah, bitte. Ich würde nur sagen, dass der Mehrwert im Grunde darunter liegt, dass wir dort eine Vereinheitlichung haben. Das heißt also, wenn die Schulungen, die es alles so am Markt gibt, alle unterschiedliche Sachen lehren, dann ja, wird das wahrscheinlich mit der Digitalisierung in der Bauindustrie als gemeinsamen Stand wahrscheinlich wieder nichts. Da brauchen wir da also auf jeden Fall ja, jemanden, der das vorantreibt, und das ist halt eben Building Smart. Und der Mehrwert ist im Prinzip, dass das dann vereinheitlicht ist, ne? Wir können dann ganz klar vergleichen. Okay, sehr gut. Christina, wolltest du noch was darüber hinaus sagen oder ist es genau das gewesen? Nein, okay. Als nächstes interessiert sich ein Zuschauer für die Kosten. Ich würde das so sagen, Sie bekommen ja, wie gesagt, nochmal die PDF mit an die Hand. Dort finden Sie auch meine Kontaktdaten. Wenn Sie sich da zu einzelnen Kursen interessieren, beziehungsweise da vielleicht auch so eine Teilnehmerzahl schon im Hinterkopf haben, nehmen Sie gerne Kontakt mit mir auf und wir können dann darüber sprechen. Auch wie gesagt, in den nächsten Tagen gibt es dann auf unserer Homepage die entsprechenden Kosten zu sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass in dieser PDF, die Sie bekommen, auch schon die entsprechenden Kosten mit aufgelistet sind. Sehr gut. Ich schaue mal, ich habe vielleicht noch eine Frage an dich, Christina, be bevor wir dann im Programm weitermachen und ich Ihnen noch die ein oder andere, den ein oder anderen Veranstaltungstipp mit an die Hand gebe. Und zwar, welche Trends und Entwicklungen beeinflussen denn die BIM-Rollen in der BIM-Branche? Ist es da so, dass es da immer eine ganze Menge Dynamik drin ist und sich da was verändert, oder ist das alles in Stein gemeißelt? Wie siehst du das? Also das wird auf jeden Fall noch wichtiger und ja, der Fokus darauf gelegt, dass hier BIM-Kompetenz aufgebaut wird, weil wir natürlich auch hier in diesem Bereich Fachkräftemangel haben und das wird immer mehr gefordert und ja, die Trends gehen immer mehr zu Ausbau der Technik, der Technologien dahinter, was vor allem den offenen Daten, die offenen Datenformate angeht und den Austausch davon.
Und demzufolge wird hier auch der BIM-Autor gefordert, da immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, das auch richtig umzusetzen, zu modellieren. Das wird natürlich auch immer mehr das Thema sein, dass BIM in unseren Alltag kommt und das wird dann irgendwann auch eine Kernkompetenz und nicht mehr zum Auslagern sein und ja, von besonderer Wichtigkeit. Aber auch was den BIM-Manager betrifft, das Arbeiten mit gemeinsamen Datenumgebung, mit Cloud-Technologien, mit Datensicherheit, das wird auf jeden Fall auch die Rolle stark beeinflussen und auch mehr der Trend da zu sein. Okay, sehr gut. Jetzt gab es auch noch einen kleinen Hinweis von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Und zwar haben Sie gesagt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Building Smart Zertifikate von Auftraggebern angefordert werden als Nachweis über die entsprechende BIM-Kompetenz. Also das haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass eben entsprechend Auftraggeber dann danach fragen, gibt es denn ein Building Smart Zertifikat im Haus? Hat da jemand die Schulung abgelegt? Können Sie uns dann nachweisen, dass Sie da auf dem entsprechenden Wissensstand sozusagen sind? Als allerletzte Frage, Christina, noch, welche BIM-Rollen nehmen denn vielleicht so Projektbeteiligte wie jetzt ein technischer Projektleiter oder eben der kaufmännische Projektleiter oder in der Ausführung der Bauleitung ein? Gibt es da auch entsprechende Rollen? Ja, das sind natürlich jetzt so Positionen, die jetzt auf den ersten Blick gar nicht direkt zuzuordnen sind. Also alles, was ja die Projektleitung oder wie du gerade eben gesagt hast, technische und kaufmännische Projektleitung, bezieht sich hier hauptsächlich auf den BIM-Nutzer, weil ja, also der Projektleiter hat jetzt kein aktives Mitgestalten eben im BIM-Prozess, sondern möchte eben am Ende vielleicht die BIM-Daten für bestimmte Zwecke nur einsehen, nutzen und einfach nur die Information wahrnehmen und für sich ausleiten, aber kein aktives Mitgestalten oder Veränderungen im BIM-Modell. Das findet dann gar nicht statt oder die Mitwirkung für die BIM-Daten. Und ja, die Bauleitung, das bezieht sich dann ja auch die Ausführung und dann ist der Bauleiter eher so wie der BIM-Koordinator eben für die speziellen Bereiche dann auf der Baustelle? Okay, es ist zwischenzeitlich, lieben Dank, Christina, zwischenzeitlich noch eine Frage reingekommen. Und zwar, Moment, haben Sie Informationen, ab wann die BIM-Methodik für öffentliche Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel eben der Autobahnbau verpflichtend ist? Also es gibt da ja, den BIM-Masterplan, der ja genau sich auf dieses Thema bezieht. Also wie sollte die BIM-Kompetenz aufgebaut werden in Unternehmen, was vor allem öffentliche Bauprojekte betrifft. Und hier ist so der Stand, dass 2025 die Stufe 2, also der Reifegrad Stufe 2 der BIM-Methode angefragt wird. Das heißt, es wird erwartet, dass ab 2025 für öffentliche Bauprojekte ja, die Unternehmen bereits die Kenntnis darin haben, was es heißt, BIM-Modelle zu erstellen und BIM-Modelle auszutauschen und auch Koordinationsmodelle zu erstellen und dadurch auch bestimmte Ausleitungen, Anwendungsfälle anwenden zu können, wie eine Kosten- und Mengenermittlung zum Beispiel oder Bauablaufsimulation. Okay, genau. Also ab 2025 wird da in der Richtung oder gibt es da ein Ziel, besser gesagt, wo dann eben entsprechend das dort ja, eingesetzt werden soll, beziehungsweise eben die Projekte danach hin realisiert werden sollen. Noch eine Frage und zwar, gibt es denn eine spezielle Schulung von uns, wo eben auch das Thema Erstellung des BAPS, der BAP, geschult wird, beziehungsweise sich das eben ganz genau angeschaut wird, eben sozusagen die Antwort auf die AIA? Ja, also zum einen in der BIM-Grundlagenschulung wird auf jeden Fall erklärt, was überhaupt der Bestandteil von diesen BIM-Dokumenten ist, auf was zu achten ist. Vor allem auch im Hinblick auf den BIM-Abwicklungsplan, wie der in Verbindung mit den AIA steht. Aber das richtige Erstellen und das Bearbeiten eines BIM-Abwicklungsplans, das findet sich dann beim BIM-Koordinator wieder. Also der BIM-Koordinator ist dann dafür zuständig, um dieses Dokument also vorzuschreiben und auch diese Antwort auf die AIA zu geben und die wirklich zu erfüllen. Und also der praktische Teil findet sich beim BIM-Koordinator und der theoretische Teil dazu und das Grundverständnis bei den BIM-Grundlagen.
Sehr schön. Lieben Dank, Christina. Das war zumindest bis jetzt die letzte Frage in der Pipeline. Wenn Sie aber noch eine Frage haben, gerne noch mit eintippen und mit reinstellen, solange wir jetzt hier noch im Webinar sind. Wir haben auf jeden Fall ein Auge mit da drauf und würden die dann auch mit nochmal vorlesen und beantworten. Jetzt würde ich Ihnen, wie gesagt, noch ein paar Informationen geben zu unseren nächsten Events. Zum ersten natürlich unsere kommenden Anwendertreffen. Ich habe ja eingangs schon unsere Anwendertreffen erwähnt, habe Ihnen hoffentlich da ein Stück weit Lust drauf gemacht, bei den nächsten Anwendertreffen mit dabei zu sein. Und im April haben Sie da auch die Möglichkeit dazu, denn im April starten drei verschiedene Anwendertreffen. Zum einen natürlich das GIS-Frühstück, das macht den Anfang am 9. April. Und zwar geht es uns da um das Thema GIS-basierende Vermessung und Datenpflege. Dann am 18. April geht unser CAT-Frühstück an den Start mit dem Thema externe Referenzen und dann eben auch am 23. April der Revit-Brunch mit Dachkonstruktionen und Dachergänzungen. Gerne schon bei uns auf der Homepage nochmal reinklicken und sich kostenfrei dazu anmelden. Dann möchte ich Sie gerne noch zu einer Veranstaltung einladen, und zwar am 11.04. zu unserem AutoCAD-Anwendertag. AutoCAD gehört ja zu den führenden CAD-Software-Lösungen und das Ganze eben weltweit. Und mit der AutoCAD-Toolset haben Sie ja Zugriff auf ja, sieben verschiedene branchenspezifische Werkzeuge, einmal für die Architektur, für den Maschinenbau, für die Elektroplanung und so weiter und so weiter. Erfahren Sie da in unserem Online-Event, welche Möglichkeiten AutoCAD Ihnen und Ihrem Team eben auch bieten. Die Agenda der Online-Veranstaltung, die können Sie auf jeden Fall bei uns auf der Homepage schon mal einsehen. Und das Ganze ist so aufgebaut, dass Sie eben am Vormittag ganz allgemeine Informationen noch zu AutoCAD erhalten. Für alle, die eben AutoCAD noch ja, im Portfolio bei sich in den Softwarelizenzen haben. Und am Nachmittag haben Sie dann die Wahl zwischen zwei verschiedenen Themenbereichen beziehungsweise eben Schwerpunkten. Das Ganze ist dann in sogenannten Breakout-Sessions organisiert. Sie haben dann eben die Möglichkeit zwischen Konstruktion und Fertigung oder eben dem Hochbau beziehungsweise der Architektur. Auch hier gerne auf unserer Homepage nach dem AutoCAD-Anwendertag mal suchen, Agenda einsehen und gerne dafür anmelden. Noch ein kleiner Tipp beziehungsweise von uns für alle Neuigkeiten, die jetzt Veranstaltungen betreffen, Events und Webinare, können Sie sich gerne, wie gesagt, oder wir haben am Schluss von den Webinaren immer so einen kleinen Teil noch vorgesehen, wo wir Sie da abholen möchten, was als nächstes geplant ist. Unser heißer Tipp aber, melden Sie sich unbedingt zum Newsletter an, um immer auf dem Laufenden zu bleiben, unabhängig von unseren Veranstaltungen, wo wir Ihnen die Tipps zum Schluss dann nochmal an die Hand geben. Denn mit unserem Newsletter können Sie sich da eben bequem so einen kleinen Überblick jedes Mal verschaffen. Das Ganze wird auch nicht von uns newsletterseitig inflationär rausgeschossen an Sie. Einmal im Monat gibt es da einen Newsletter für Ihren Bereich. Sie haben da so die Möglichkeit, vorab beispielsweise Hochbau oder BIM sich da zu entscheiden. Und dann bekommen Sie eben Freihaus monatlich einmal Ihren schönen Überblick über unsere nächsten Veranstaltungen. Und auch, was ich Ihnen auch wärmstens ans Herz legen möchte, ist unser YouTube-Kanal, weil hier finden Sie eben neben Aufzeichnungen von vergangenen Events und Anwendertreffen eben auch die ein oder anderen anspruchsvollen Lehrvideos und Erfahrungsberichte eben auch aus der Praxis. Es lohnt sich auf jeden Fall, hier immer mal wieder vorbeizuschauen. Und damit sind wir eigentlich auch, oder was heißt eigentlich, damit sind wir am Ende des heutigen Webinars zum Thema BIM-Rollen und Qualifikation. Ja, wir hoffen, Sie haben eine ganze Menge neuer Inhalte gesehen und konnten eine ganze Menge Neuigkeiten mitnehmen. Wenn es Fragen gibt, gerne an uns wenden. Wie gesagt, Sie bekommen auch nochmal ein schönes Handout mit an die Hand, um sich da im Nachhinein nochmal die ein oder andere Information nochmal nachzuschlagen. Und wenn Sie Fragen haben, gerne an uns wenden. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und dass wir uns hoffentlich bei einem der nächsten Webinare wiedersehen.
Ich schaue noch mal, ob noch mal eine Frage reingekommen ist. Nein, aktuell nicht. Lieben Dank, Sarah. Lieben Dank, Christina, dass ihr mit im Webinar wart, das schön aufbereitet habt und die ganzen Fragen kompetent beantwortet habt. Dann wünsche ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch eine schöne Restwoche. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Und Dankeschön. Jetzt kommen noch mal viele, viele herzlichen Dank an euch, Christina und Sarah, dass ihr das so schön aufbereitet habt, die ganzen Informationen. Dann bleiben Sie schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Danke, David.